Irgendwie scheint mein Charme bei ihr nicht sonderlich gut zu wirken. Jetzt muss ich doch tatsächlich auch noch anfangen, mir ganz genau zu überlegen, was ich ihr sage. Ich spüre Shans Grinsen hinter mir schon förmlich. Nun, auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich für einen kompletten Trottel halten. Streichen Sie bitte die letzten Minuten aus Ihrem Gedächtnis und lassen Sie uns nochmal von vorn beginnen. Wow. Ich nehme es als Kompliment. Ich wollte nicht in... Oh, und entschuldigen Sie... Wohl eher eine Lilie. Blumen... Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an Ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Würden Sie mir jetzt vielleicht Ihre Zimmernummer geben, damit ich nach Ihrem letzten Auftritt mal vorbeischauen kann? Schade, schade. Sie hatten sich so gut geschlagen und mich fast überzeugt. Doch dann diese plumpe Frage. Versuchen Sie Ihr Glück bei einer... Fenton, Fenton. Das war nicht gerade eine Meisterleistung unwiderstehlicher Verführungskünste. Egal, wer mich verschmäht, hat mich nicht verdient. Mist, die beiden Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht, die suchen tatsächlich nach mir. Sie müssen herausgefunden haben, dass ich ihnen die letzten Aufträge weggeschnappt habe. Mit einem könnte ich sie ja noch aufnehmen, aber zwei von denen sind mir doch ein Nimmerchen zu groß. Und bei meinem Pech wartet draußen auch noch Verstärkung. Meiner Gesundheit zuliebe sollte ich mich nicht von ihnen erwischen lassen und hier möglichst schnell ungesehen verschwinden. Ich denke, die wird niemand vermissen. Okay, ich kipp das Zeug in die Schüssel. Der Maître empfiehlt Feuer à la carte. Ich lasse die Schüssel besser, wo sie ist. Okay, der brennende Wirt. Sackgasse, Paddock. Meine Antwort spielt doch sowieso keine Rolle. Ihr mischt mich ja doch auf, oder? Helles Kerlchen. Diesmal hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Wach auf, Paddock. Du verpasst sonst deinen allerletzten Flug. Schon mal eine Wasserlandung gemacht? Ich lag später. Lass mich erstmal raus hier. Du willst es nicht kapieren, oder? Doch, doch, ich hab's kapiert. Das mit der Geschäftserweiterung war wohl keine so gute Idee. In der Tat. Aber unsere Geduld ist jetzt am Ende. Du hättest dich aus unseren Geschäften heraushalten sollen, aber du wolltest die gut gemeinten Warnungen ja nicht ernst nehmen. Hey, Jungs, lasst uns das doch in aller Ruhe besprechen. Ich komme und kapiert doch nicht mehr in die Quere, einverstanden? Zu spät, Paddock. Und wieder bewahrheitet sich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Geschäft eröffnen ist leicht. Schwer ist es, es geöffnet zu halten. Aber wir wollen nicht herzlos sein. Wir gewähren dir zwar keinen letzten Wunsch, aber du darfst die Art deines Todes wählen. Willst du lieber ersticken oder ertrinken? Du musst dich nicht sofort entscheiden, Paddock. Ich will dir das mal erklären. Eigentlich ist dein kleines U-Boot hier absolut wasserdicht. Wenn wir dich also gleich ins Hafenbecken werfen, kommt kein Tröpfchen Wasser hinein. Du hast dann noch für ungefähr 15 Minuten Luft zum Atmen. Eine quälend lange Zeit, wenn man auf den Tod wartet. Angst und Panik werden im Todeskampf deiner einzigen Begleiter sein. So etwas wünscht man nicht einmal seinem ärgsten Feind. Darum haben wir für dich ein Loch in den Deckel gebohrt. Du wirst erstmal instinktiv das Loch mit deiner Hand zuhalten. Aber tust du das nicht, kannst du dein Leiden dramatisch verkürzen. Lass das Wasser rein und du hast es in ein, zwei Minuten überstanden. Nein, danke uns nicht, alter Freund. Ich finde, das sind wir dir schuldig. Finde ich auch. Gute Reise,
alter Freund. Der macht uns keinen Ärger mehr. Schöner Mist. Fenton, wenn du aus diesem Schlamassel wieder rauskommen willst, solltest du anfangen nachzudenken. Ich leg das Feuerzeug mal kurz aus der Hand. Es hat geklappt. Der zähflüssige Teer klebt nun am Korken. Perfekt. Korken und Teer dichten das Loch ab. Ich kann meine Hand jetzt wegnehmen. Mal sehen, ob ich daran was Brauchbares finden kann. Okay, das müsste klappen. Wenn ich das Eisenband in die Fuge zwischen Deckel und Kiste bekomme, kann ich die Kiste vielleicht aufstemmen. Versuchen wir's. Was für ein Glück. Die Typen sind schon abgezogen. Normalerweise würde ich auf diesen Schreck ja erstmal bei Shen einen heben, aber erstens sollte ich mich in nächster Zeit nicht mehr in der Nähe des Triadenviertels sehen lassen und zweitens muss ich raus aus diesen nassen Klamotten. Also, ab nach Hause. Sind Sie Tong? Mun Tong? Was fällt dir ein, Fremder? Schon gut. Was wollen Sie von mir? Nun, können wir uns vielleicht irgendwo ungestört unterhalten? Irgendwo, wo es weniger lebhaft ist? Wir haben hier nichts zu befürchten. Das ist unser Viertel. Wenn Sie etwas zu sagen haben, raus damit. Falls nicht, verschwinden Sie. Also schön. Ich brauche Männer, die für mich etwas erledigen. Diskret und effektiv. Meinen Informationen zufolge können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen. Interessant. Ob ich das wirklich kann, weiß ich allerdings erst, wenn Sie mir verraten, worum es sich handelt. Meine Auftraggeber suchen einen Mann, der angeblich hier in Hongkong lebt. Er hat etwas in seinem Besitz, das meine Auftraggeber gerne haben möchten. Und wer sind Ihre Auftraggeber? Das ist nicht von Bedeutung. Spüren Sie die Person auf und besorgen Sie das, worauf es meine Auftraggeber abgesehen haben. Tja, in Hongkong leben sehr viele Leute und ich kann mir vorstellen, dass einige davon etwas besitzen, das andere gern haben wollen. Wenn Sie den Auftrag annehmen, bekommen Sie selbstverständlich konkrete Informationen. Dafür müssen Sie aber ein hübsches Sümmchen springen lassen. Geld spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber verfügen über entsprechende Mittel. Wichtig ist nur, dass der Auftrag zu unserer Zufriedenheit ausgeführt wird. Dann sind wir wohl im Geschäft.